60 Sekunden Selbstständigkeit, heute mit Heiko. Hi. Was machst du, Heiko? Wo soll ich da anfangen? Also ich habe ursprünglich mal Dachdecker gelernt und davor war ich sogar noch Soldat. Und dann haben viele Fragen mich dann zu einem VWL-Studium geführt, viele gesellschaftliche und wirtschaftliche Fragen. Und heute meine Berufsbezeichnung, die habe ich mir dann selber so ein bisschen irgendwann zusammengebastelt. Aber ich glaube am besten Coworking-Experte. Ich provoziere auch so ein bisschen gerne mit dem Begriff Wirtschaftsberater, wobei ich das aber ganz anders verstehe als so diese klassische Wirtschaftsberatung. Im Kern baue ich Kreativorte auf und bringen Menschen aus unterschiedlichen Generationen und Fachrichtungen zusammen. Cool, und das machst du selbstständig? Das mache ich selbstständig, aber halt auch als Angestellter. Mein Steuerberater freut sich dann immer über die verschiedenen Modelle. Aber genau, jetzt mache ich das hauptsächlich dann selbstständig. Und wie bist du dazu gekommen? So ein bisschen über den Weg von diesen Positionen oder von diesen Berufen, die ich eben so erklärt habe. Immer so ein bisschen mit der Frage, warum muss man eigentlich so viel arbeiten, verdient damit so wenig Geld? Und ich glaube, der einschneidendste Moment war dann so 2008, da war, glaube ich, die Finanzkrise. Ich als Dachdecker auf dem Dach mit meinen 12-Euro-Stundenlohn und aber so mit dem Hintergedanken so, die sitzen da, fahren alles irgendwie gegen die Wand und verdienen unglaublich viel Geld. Und da kam das dann so das erste Mal mit den ganzen Fragen, wirtschaftlich, gesellschaftlich, wie sieht eigentlich unser Wirtschaftssystem aus? Und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich halt mein Abi erstmal nachgemacht habe und da quasi das erste Mal geworkt habe, tatsächlich in der Klasse, damals noch in Hannover, und gemerkt habe, wenn unterschiedliche Menschen zusammenkommen und dann Probleme, Herausforderungen mit verschiedenen Brillen sich anschauen, da richtig coole Lösungen und Gespräche bei rauskommen. Und das war dann so ein bisschen der Start eigentlich, dass ich dann gesagt habe, ich will Orte schaffen, wo ich Menschen aus verschiedenen Generationen und Fachrichtungen zusammenbringe, um sich dann heute sogar Herausforderungen unserer Gesellschaft wie Mobilität, Ernährung, Nachhaltigkeit und sowas anschauen zu können. Und so nahm das dann alles seinen Lauf und hat jetzt so zu relativ großen Projekten auch geführt und macht immer noch unglaublich viel Spaß. Cool, erzähl mal ein bisschen über die Projekte. Projekte sind verschiedene, und zwar so von der Größe her. Gibt kleinere Projekte. Viele, die ja natürlich das so in der Summe wissen wollen, sind so 2 Millionen Euro Projekte wie der Alsenhof, das ist in der Nähe von Itzehoe in Lägerdorf, wo wir dann verschiedene Gebäude haben, die wir dann verschieden bespielen, eine Coworking-Eventhalle, die nächstes Jahr saniert werden soll, aber auch ein Wohnhaus. Dann haben wir da aber auch Werkstätten plus Schiebesilo, sehr interessant für die Jugend, weil da finden regelmäßig Graffiti-Workshops statt. Und das geht dann hoch bis zum Anscher Campus, der ist in Kiel, das ist ein altes Marinelazarett. 4 alte denkmalgeschützte Gebäude, 1 von 4 Kultur- und Kreativzentren in Kiel, was wir auch mit der Stadt Kiel zusammen sanieren, ein Gebäude nach dem anderen. Das Coworkhaus ist jetzt fertiggestellt worden, das Atelierhaus ist schon ein bisschen länger fertig, da sind junge Künstler drin, aber auch etablierte Künstler. Immer wieder dieses, verschiedene Generationen und Fachrichtungen, die da aufeinandertreffen, um so diese Synergieeffekte zu erzeugen, die ja auch für das Unternehmertum sehr, sehr wichtig sind. Dann kommt dann noch ein Kesselhaus dazu mit Gastronomie und Werkstätten und dann nochmal das größte Gebäude. Wir üben quasi an den kleinen Gebäuden und dann machen wir nachher das größte fertig. Da werden dann Seminar- und Übernachtungsmöglichkeiten reinkommen. Und das sind so die Projekte, wo ich direkt involviert bin oder dann, wie eben erwähnt, halt eben auch angestellt bin als Geschäftsführer. Und jetzt aber schwenkt das so langsam rüber, nur in die Selbstständigkeit, weil jetzt die letzten Jahre durch die Verantwortung, natürlich auch in dem Alter und die Summen, die da über den Tisch gehen, das hat mir doch alles ein bisschen mehr mitgenommen, als ich gedacht habe, und war jetzt auch einmal in der Reha wegen einem Burnout. Und genau, jetzt weniger Personal, weniger Verantwortung erstmal, so ein bisschen wieder auf die Spur zu kommen. Das war für mich dann quasi die Entscheidung, mich selbstständig zu machen, was für manche schon wahrscheinlich ein krasser Weg ist und viel Stress, war für mich erstmal eine Entschleunigung, das jetzt nur noch selbstständig zu machen. Und da berate ich dann auch ganz viele andere Projekte, also von Berlin bis Bonn oder Bad Kreuznach runter, wo ich ursprünglich ja sogar herkomme, aus dem Rheinland, und baue da halt mit Menschen eben diese Orte auf, wieder zu gucken, was können wir der Gesellschaft zurückgeben, wie können wir Menschen zusammenbringen, bis hin zu, was können wir gegen Leerstand in Innenstädten machen. Das ist so ein bisschen der Kern an der ganzen Sache. Super spannend. In diesen Coworking Spaces kommen ja wahrscheinlich vermehrt auch Selbstständige zusammen. Und ein Thema, was ja immer wieder ein großes Thema ist, ist Netzwerk. Mhm. Und du hast es ja schon angerissen, wenn diese unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Blickrichtungen zusammenkommen, dann kann eigentlich was Magisches passieren. Kannst du vielleicht so ein paar Beispiele mal erzählen, was du so mitverfolgt hast, was so vielleicht auch dann einfach Highlights für dich selber waren?
Auf jeden Fall, da habe ich natürlich auch schon meine Lieblingsgeschichte. Das war, ist ja sogar in einem Space gewesen, der jetzt gar nicht mehr existiert. Mein erster Coworking Space, den ich gegründet habe, in Velde, in der Nähe von Kiel, direkt am Westensee. So war auch der Blick direkt über den See. Und da war mal ein Tag, wo ich ein bisschen zu spät zum Community-Frühstück kam. Und dann von der Konstellation her muss man das einmal erklären. Da saß ein Gewässerbiologe, ein Kumpel von mir, der seine Professur in Physik geschrieben hat, eine Änderungsschneider darin und ein Typ, der für eine norwegische Firma Roboterarmprothesen verkauft hat. Also alleine das schon, ne, wie die Leute da hinkommen und aus der Konstellation mit diesen Fachrichtungen so, dachte ich mir schon, ey, wie habt ihr diesen Bauernhof hier gefunden und diesen Coworking Space? Und da hat Konstantin, der Physiker, hat dann so ein bisschen was über seine Arbeit erklärt, Astrophysik und keine Ahnung so, ne? Und ich kam halt zu spät und habe dann aber die Änderungsschneiderin gefragt, was macht ihr denn gerade, wo seid ihr denn gerade? Und sie konnte das halt so wiedergeben, dass ich es halbwegs verstanden hatte. Und was ich damit sagen will, ich glaube, wenn die Menschen so aufeinander kommen, hat ja jeder seinen Fachbereich, aber dadurch, dass sie sich dann da zusammensetzen und über diese Themen reden und es trotzdem so versuchen hinzubekommen, dass das Gegenüber das verstehen kann und dann auch andere wieder dabei sitzen und dann wieder Fragen stellen. So, man kommt dann halt eben auf Augenhöhe, man kann diese Themen dann so besprechen, dass alle irgendwie mitkommen und damit was anfangen können. Vielleicht nicht hundertprozentig nachvollziehen können, so, ne, aber so, dass man dann für sich auch was rausnehmen kann. Jeder hat ja sein Mindset, sein Problem mit seinen Themen so und kriegt dann aber ganz andere Ansichten von anderen Leuten mit und kann dann das wieder so ummünzen auf seine Sachen. Den Blick, den man nie haben könnte, wenn man halt nicht Menschen aus anderen verschiedenen Generationen und Fachrichtungen zusammenbekommt, was man heute so in der Firma hat. Ne? Tunnelblick, wir haben unsere Aufgabe, wir haben unsere Vision. Rechts und links wird nicht geguckt, weil allein umsatzgetrieben hat man die Zeit dazu gar nicht. Und was wir in den Coworking Spaces dann haben, oder was ich ja dann nochmal besser sage, Kreativorte, weil Coworking ist immer nur ein Baustein, weil auch in den Coworking Spaces ist mir das immer auch schon alles zu eng. So, ne? In den Coworking Spaces hast du keine Graffiti-Workshops für Jugendliche, hast du keinen Flohmarkt oder hast du keine Werkstatt, wo du mal was machen kannst. Wo es ja auch viel dahin geht, so aus dem Coworking mal rauszukommen, weil es ist trotzdem noch so, dass Coworking meistens so verstanden wird, diese normale Schreibtischvermietung, wegzukommen von dieser Denkarbeit, mal wieder was mit den Händen machen zu können. So, das passiert halt auf jeden Fall bei uns an den Kreativorten auch, bis hin dazu, dass du natürlich da auch wohnen kannst. Aber da sieht man schon mal, was für eine Bandbreite hat, welche, wie viele unterschiedliche Menschen halt hinkommen können. Und dann ist sogar eine der Hauptsäulen vor Ort dann eben genau dieses Netzwerken, was es halt unbedingt braucht, um diese Synergieeffekte zu erzeugen, um eine andere Sichtweise zu bekommen auf die Themen, die man gerade hat. Und neben den Fähigkeiten, die wir dann bei uns noch erlebbar machen wollen, 5 an der Zahl, genau, ist dann auf jeden Fall das Netzwerken da immer ganz groß im Fokus. Okay, und was würdest du eigentlich den Menschen empfehlen, wenn man, Netzwerken ist ja so ein super abstrakter Begriff, ja, ist so irgendwie alles und nichts. Für was ist für dich Netzwerken und warum ist es wichtig? Netzwerken, einmal der Punkt 1 ist auf jeden Fall, um andere Sichtweisen kennenzulernen, um auch einfach mal über den Tellerrand zu gucken, immer wieder auch in diese Feedback-Schleife zu kommen, um in seiner Bubble nicht so hängen zu bleiben. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und zweitens natürlich auch, um auch was weiterzugeben. Das, was man selber gelernt hat, ne? Die ganzen Sachen, die ich jetzt so auf dem Zettel habe, an diesen Orten kommen halt geballt so viele unterschiedliche Menschen zusammen, wo man dann auch wieder was weitergeben kann in verschiedene Branchen. Also dieses Geben und Nehmen halt einfach. Das ist für mich Netzwerken. Ne? Man gibt erstmal was, man gibt eine Information, man gibt einen Kontakt, man gibt eine Idee, ne? Und in der Regel kommt in einem guten Netzwerk dann auch mal wieder was zurück. Und das ist dann halt eben weg von der normalen Wirtschaft, dieser Konkurrenzgedanke, hin zu einem Kooperationsgedanken, der meiner Meinung nach langfristig viel, viel nachhaltiger ist und viel, viel stärkere Basen aufbauen kann. Ja, verstanden. Und sag mal, wie viel Zeit würdest du anderen Selbstständigen empfehlen, sollten sie für Netzwerken aufbringen? Die Hälfte ihrer Zeit. Die Hälfte ihrer Zeit, okay. Aber da musste man jetzt nochmal drüber mit denen sprechen, was bei denen dann der allgemeine Arbeitseinsatz ist. Das ist nicht von 9 bis 17 Uhr, sondern man hat sowieso ein bisschen längere Tage und davon dann die Hälfte ungefähr. Okay. Ja. Alles klar. Und kommen wir nochmal wieder hin zurück zu den, du versuchst ja auch die Leute ins Doing zu bekommen mit diesen Kreativplätzen, ja, dass sie Eigenverantwortung übernehmen und so weiter und so fort, ja. Genau. Und erzähl darüber noch mal ein bisschen. Was ist das Ziel? Was möchtest du gerne? Was sollen die Plätze? Was ist so dein Visionsgedanke von den kreativen Orten? Genau, da kann ich noch mal drauf eingehen. Du hast schon Eigenverantwortung genannt. Ich meinte ja eben, Säule 1 ist das Netzwerken. Säule 2, was wir da an den Orten machen wollen, sind diese Fähigkeiten. Und das ist eben Eigenverantwortung, Selbstbewusstsein, Kreativität, Flexibilität und das Agieren unter Unsicherheit. Und das ist eigentlich so der Kern, was man momentan ja so mitbekommen hat, gerade auch in der Corona-Zeit. Was machen wir, wenn
wir überhaupt nicht wissen, was gerade los ist. Und das ist aber halt ganz viel so. Das hat Corona so auf die Spitze getrieben, aber man kriegt das ja ganz oft mit, man macht Pläne und die sind am nächsten Tag, kannst du sie wieder vergessen. Also dieses Ganze, diese Agilität und Flexibilität, was man halt immer mehr irgendwie verinnerlichen muss, um an den Projekten wirklich voranzukommen, um sich da aber auch sicher zu fühlen und trotzdem damit arbeiten zu können. Das ist, glaube ich, eine Hauptaufgabe von diesen Kreativorten, mit diesem Gefühl der Unsicherheit klarzukommen und dann trotzdem wirklich aktiv zu sein, wirklich bewusst nach vorne zu kommen mit seinen Projekten und da dann nicht ins Stocken zu geraten. Und wie macht ihr das Ganze? Konkret? Das kann man so konkret gar nicht sagen. Das sind wirklich immer wieder diese Situationen, die hervorgerufen werden durch die unterschiedlichen Menschen da. Weil da kommt immer jemand, irgendjemand jeden Tag, mit dem man nicht gerechnet hat. Oder es passiert irgendwas, womit man nicht gerechnet hat. Also in so einem kleinen Umfeld an den Kreativorten, ich nenne es immer so ein bisschen Labor der neuen Arbeitswelt, also in einem sehr kleinen Kontext passieren relativ viele Sachen, wo man immer wieder schnell improvisieren muss, wo man immer wieder schnell gucken muss, okay, wen bringe ich jetzt irgendwie mit was zusammen? Es kommt irgendjemand, den kennt man nicht, aber es fällt einem sofort jemand ein, mit dem man gut könnte oder so. In einem kleinen Umfeld diese Situation schon, wir schaffen sie nicht, sie passieren da einfach und die Leute können daran dann lernen. Und, ne, und dann wird es halt immer größer, dann kommen vielleicht irgendwelche Investoren dazu, dann kommen irgendwelche Firmen dazu, die wieder interessiert sind. Aber man hat es dann in so einem kleinen Ort gelernt und das Prinzip verstanden und dann kann man es halt so auf sein Umfeld eben anwenden. Okay, verstanden. Aber ihr habt jetzt, wenn ich es richtig verstehe, bietet ihr auch Workshops an oder quasi so Graffiti-Workshops zum Beispiel, hast du erzählt. Genau. Was macht ihr? Und das sind ja aber auch Sachen, die ihr wahrscheinlich für die Jugendlichen macht, um quasi ins Doing zu bekommen, um genau dann eben den Mut aufzubringen, Selbstbewusstsein und so weiter und so fort. Gar nicht mit so viel Plan dahinter, wie du das so schön darstellst oder wie viele das dann auch mal verstehen. Wir erstmal mit den Kreativorten bieten erstmal nur Raum. Punkt. Und dann kommen die Leute, die die ganzen Inhalte machen, auch die Graffiti-Workshops. Wir haben nie gesagt, was machen wir jetzt, was für einen Workshop bieten wir an, um die Jugendlichen irgendwie ins Tun zu bekommen, sondern es kam jemand, also Markus, der Graffiti-Künstler, der bei uns sehr viel macht, der hat angefangen zu sprühen und es waren irgendwie Jugendliche auf diesem Weg gerade unterwegs, die wieder nur Blödsinn im Kopf hatten und irgendwas irgendwie kaputt machen wollten oder sonst irgendwas und haben ihn gesehen und sind dann hingegangen und haben angefangen, mit ihm zu reden, haben gefragt, ob sie das auch mal machen können und dann wurde das da etabliert. Also genau wie ich eben gesagt habe. Es sind Leute da, es passiert was, der eine redet mit dem anderen und dann entstehen diese Sachen. Verstanden. Das ist ja super cool. Das heißt also auch, die Leute, also es beruht eigentlich schon auf eigener Initiative von den Menschen, die da sind und auch von dem anderen, inspiriert durch den Ort. Wir geben den Leuten erstmal nur den Raum, dass sie endlich mal wieder diese Freiheit auch haben. Ich wohne jetzt hier auch mitten in Hamburg. Du hast ja hier alles andere als irgendwie Freiheit oder viel Raum. So, du kommst ja gar nicht erst in das Denken. Was könnt ihr jetzt mit dem ganzen Platz machen? Welche Möglichkeiten habe ich alles? Da ist eine Werkstatt, eine Autowerkstatt, da ist eine Holzwerkstatt. Da hinten restauriert jemand ein Klavier. Da macht jemand Graffiti. Also du kommst ja schon in ein ganz anderes Umfeld mit ganz anderen Möglichkeiten, kombinierst Sachen ganz anders, dann sind da auch noch andere Menschen, die dir noch mehr mit Input mit reingeben und das regt ja dann mal wieder die Fantasie an, die Kreativität an und dann kann was entstehen. Verstanden, sehr cool. Was bedeutet Unternehmertum für dich? Unternehmertum bedeutet für mich, Gestalter seines eigenen Lebens zu sein, über das knappeste Gut, was wir haben, über unsere Zeit selber urteilen zu können oder die selber einteilen zu können. Auch wenn es bei mir jetzt so eine Zeit lang in eine völlig falsche Richtung ging und mein Terminkalender nur noch voll war, von anderen geplant, war es trotzdem eine Erkenntnis, da hinzukommen, das auch wieder selber in den Griff zu bekommen. Und auch wenn man jetzt wieder viel unterwegs ist und man macht wahrscheinlich auch viel mehr, wie wenn man jetzt irgendwo angestellt wäre, aber mit einer Intention oder mit einer inneren Motivation. Und diese beiden Sachen wirklich sich zu überlegen, was will ich wirklich, wirklich machen? Also dieser ganze Begriff New Work auch so ein bisschen mit eingeflossen und dann seine Zeit selber einteilen zu können. Das sind so die beiden Sachen, die für mich Unternehmertum bedeuten. Verstanden. Und warum ist für dich Selbstständigkeit das, was du für dich ausgewählt hast? Weil mir genau eben dieser Rahmen, den ich eben beschrieben habe, immer viel zu eng war. Das waren wirklich die ersten drei Punkte, mit denen ich losgelaufen bin in Richtung Selbstständigkeit, auch wenn ich da noch nicht wusste, dass es dann in die Richtung geht, war, dass ich keinen Chef mehr vor mir haben wollte. Und ich war Soldat, ich war Dachdecker, ich weiß, was schlechte Chefs sein können oder ein enger Rahmen sein können. Ich wollte an schönen Orten arbeiten. Also ich habe ja auch ein halbes Jahr Kosovo mitgemacht. Das war kein schöner Ort. Und der dritte Punkt war, ich wollte in Pantoffeln arbeiten.
Und so ein bisschen stellvertretend dafür, ich will keinen Anzug anhaben. Ich habe beim Wirtschaftsrat der CDU gearbeitet, ich habe das alles mal durch. Ne? Das sind keine Vorurteile oder irgendwas, sondern ich habe alles mal in ganz vielen verschiedenen Jobs irgendwie ausprobiert, um zu gucken, ist das was oder ist das nichts. Und diese drei Punkte haben sich dann so rauskristallisiert. Keinen Chef mehr vor mir zu haben, an schönen Orten zu arbeiten und dann halt eben in Pantoffeln zu arbeiten oder so leger rumzulaufen. Auch in Vorstandssitzungen oder so, ne? Dass die Leute einen dafür schätzen, was man kann und nicht, wie man aussieht. So, das war mir immer wichtig und deswegen bin ich dann in die Selbstständigkeit. Glaubst du, jeder Mensch kann selbstständig arbeiten? Das ist, glaube ich, eine schwierige Frage. Mit dem jetzigen Bildungssystem, mit dem jetzigen Stand der Gesellschaft auf gar keinen Fall. Was braucht es denn, um selbstständig... Kreativorte. Kreativorte. Aber von den Personen? Von den Personen? Ja, ich glaube, man müsste immer erst mal wieder sie viel mehr fallen lassen. Ich glaube, die Menschen heutzutage sind in so einem Sicherheitsnetz, sind so verwöhnt. Ich nenne das immer, oder ich habe mal eben so ein schönes Beispiel genannt. Die jetzige Generation, die müsste ich mal 12, 14 Stunden mit auf den Bau nehmen. Die würden einen ja verklagen. Also der Leidensdruck, das Engagement, die Freiheit, glaube ich, die fehlt. Weil man von den sozialen Medien, von der Politik, wird man so eingeengt, ich glaube, inwieweit hat man da überhaupt noch so freie Entscheidungen? Dann hat man den Job noch, dann muss man irgendwie private Dinge erledigen. Also unser Korsett ist, glaube ich, so eng, daraus werden keine Unternehmer geboren. Also das müsste man erstmal wieder auflockern und deswegen auch diese Kreativorte, dieser Raum, wo man selber entscheiden muss, ich habe diesen Raum, ich habe diese ganzen Möglichkeiten, was mache ich jetzt? Und das kriegt man ja auch in der normalen Zeit so mit, ne? Auch wenn Social Media, Bildungsangebot, es gibt einfach so viel. Ich gehe, wenn ich in den Supermarkt gehe, ich bin völlig überfordert. Meine Freundin sagt, geh Ketchup kaufen und ich stehe vor dem Regal und denke mir so, oh Gott, was soll ich jetzt hier kaufen? Also wieder diese Entscheidungskraft auch zu entwickeln und mit dieser Freiheit wirklich auch bewusst umzugehen und nicht nur dann als Konsument wirklich irgendwie als Zombie durch die Gegend zu laufen, sondern da zu sagen, geil, ich habe voll viele Möglichkeiten. Ich weiß aber auch, wo mein Weg hingehen soll, was ich brauche, um mir die Werkzeuge rausholen zu können und aus dieser Überforderung rauszukommen. Ich glaube, das versuchen wir so an den Kreativorten eben beizubringen, damit die Menschen dann wieder wirklich frei sind, Unternehmer, Gestalter ihres eigenen Lebens werden können. Mega cool. Und was würdest du Menschen an die Hand geben wollen, die gerade mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen? Da erwischst du mich genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich hätte wahrscheinlich vor einem Jahr noch ganz andere Sachen gesagt, aber in allererster Linie wirklich als ersten Punkt und danach kommt lange erstmal gar nichts, auf sich selber achten, auf seine geistige Gesundheit. Nicht nur ins Fitnessstudio gehen, seinen Körper trainieren, sondern halt eben auch ganz viel für seine geistige Gesundheit zu tun, um auch diese Entscheidungskraft zu entwickeln, um wirklich resilient zu sein und nicht nach einem Jahr irgendwie ausgebrannt zu sein. Gerade weil man am Anfang diese riesige Motivation hat, wirklich die Nächte zum Tag macht und durchzieht. Und da ist es halt, ne, die ganzen alten Sprichwörter, auch so ein Startup, so eine Gründung ist halt eben kein Sprint, sondern ein Marathon und da muss der Körper lange durchhalten, der Geist lange durchhalten und deswegen mit Abstand auf jeden Fall geistige Gesundheit und da sich einen guten Rahmen zu bauen. Super, das kann ich nur unterschreiben. Ganz herzlichen Dank, Heiko, und alles Gute.